Tür. Ja. Ja. Okay, dann gehe ich jetzt wohl mal in das CC-Studio. Wieso, Claudio? Nein, ich gehe in mein Studio. Ja! Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spielt mir Kanal. Ich wollte eigentlich direkt sagen, Wille nicht die falsche Tür, aber hat sehr gut geklappt. Wille nicht die falsche Tür. Yeah. Ja. Oh mein Gott. Wir freuen uns. Ja, wir werden das heute als Essensversion machen. Hatten wir, glaube ich, bisher noch nie gehabt, aber das auch mal kennt ihr safe so, ne? Ansonsten werdet ihr es auch gleich sehen. Wir haben hier Center Shot, Prinzenrolle und Chips. Ihr könnt euch eigentlich schon denken, was das Gute, was das Schlechte und was das Mittlere ist. Kann man das? Ja, natürlich. Ja, Chips sind safe das Beste. Center Shot ist das, ja. Ja, Center Shot sind natürlich das Schlechtere und Prinzenrolle, ganz ehrlich, ist noch nicht besser als Chips, oder? Oder? Nein, definitiv nicht. Prinzenrolle auch nicht geil. Also, genau, das ist das Mittlere. Und das Format ist wie immer. Wer möchte als erstes rausgehen? Ich. Du. Nee, möchte nicht. Ist gelogen. Aber ey, ich geh gerne raus. Tschüss. Okay. Du gehst erst raus. Ich filme, ja? Bye. Hier ist der Beweis. René verschwindet. Tschüss. Raus. Tschüss. Okay. Tür zu, bitte. Gut. Also, das heißt du... Hey! Du legst jetzt fest, in welchem Raum was ist, korrekt? Ja, aber wenn ich das hier so stelle, dann kann er durchgucken. Deswegen fangen wir mal dahin. Na? Oder? Oh. Guter Punkt. Nicht schlecht, Herr Specht. So. Da wären die ersten Zutaten. Die zweite ist hier. Und die kommt ins CC-Studio. Obwohl, dann werde ich das CC-Studio wieder nicht aufmachen. Das heißt. Denkst du? Kannst du in dich schauen? Er bedenkt, dass ich da die schlechte Zutaten machen werde und damit es mir wieder nicht die nehmen. Mhm. Aber ich mache es trotzdem. Okay. Vielleicht. Okay, ich bin sehr gespannt. Wir machen mal das Licht hier an. So, top. Cool. Ich bin sehr gespannt. Ich hole mal René. Hallo. Hallo. Wir dürfen reinkommen. Also, klar ist natürlich, erste Runde ist halt immer am schwierigsten, weil man hat ja keine Basis, auf der man dann so... Du hast gar keine Basis. ...psychologisieren kann, okay. Und so, ne? Ja. Also, du hast versteckt, ne? Weiß ich schon so, wenn ich mich so hier aufstelle. Ich bin gespannt, ne? Ob dein Plan jetzt aufgeht, weil er hat. Claudio hat einen Raum gesagt, wo du auf gar keinen Fall da reingehen würdest und denkst. Ja. Und das ist der gute oder das ist der schlechte? Das ist der gute wahrscheinlich, ne? Er meinte, er kann richtig schauen. Ich bin gespannt, ob das stimmt. Ich sehe nur Grinsen. Nur ein Grinsen. Was sagst du? Ja, der wird jetzt aber überall grinsen. Das ist und halt was, noch was, so, was ne? Sagst du? Guck, jetzt grinst er auch. Okay, dann gehe ich jetzt wohl mal in das CC-Studio. Nee, tue ich aber nicht. Wir haben es auf Kamera. Du hast recht, wir haben es auf Kamera. Er hat gesagt, du willst da nicht reingehen. Ich hab's gesagt. Warum? Geht da wohl doch rein? Nein. Das er hat gesagt, du willst da nicht reingehen. Also wirklich, wir haben es auf Kamera. Ja, dann ist das CC-Studio schon mal das Schlechte. Ich gehe jetzt in Ellie Studio, rein da! Immerhin die Prinzenrolle. Siehst du, Ellie? Ja. Immerhin die Prinzenrolle. Freunde, aber jetzt krass. Schon mal kein Center Shock. Also, zurückspulen. Ich habe Ellie noch gesagt, komm, ich sag's mal hinten rein. Ja, also, deswegen bin ich da auch nicht reingegangen, genau. Weil ich wusste. Genau, ich hab's aber Kamera gesagt, ich tausche einfach einmal eben um, dass ich die Sensor schon reinpacke, aber Ellie meint so, glaubst du? Dann mach ich bei uns jetzt, okay, komm, weißt du was, ich mach's trotzdem, weil ich wusste, du gehst hier nicht rein. Ja. Ich ein bisschen alt, oder? Das ist ja auch nur das Mittelgute. Ja, gibt Johnny Josh Gute. Also ich mag Prinzenrolle gerne, ich bin gerne freiwillig als Nächste dran. Naja. Ja? Okay, dann gehen wir raus. Ja, ich gehe freiwillig raus. So, ich gehe raus. Wie ich sehe, sind die auch nicht mehr das Beste, oder? Ich sag jetzt schon mal eins. Eigentlich können wir sagen, zwei schlechte und eine gute Sache. Ich durchschaue euch. Da lache ich mich tot, wenn ich das höre. Okay, dann packen wir die Center Shocks mal in Claudio Studio. Ja, nee, Moment, du musst noch diese Zutat hier rausnehmen. Hm. Stark. Guck mal, wer da direkt vor der Tür lauscht, ne? Ja. Lass mal schön hier ein bisschen Sicherheitsabstand machen. Super. Wo kommen jetzt die anderen Sachen hin? Sollen wir einfach als Prank dreimal Center Shots machen? Ist aber lustig. Bist du sicher, dass sie nicht in ihre Studio reingehen will? Ich glaube, sie kann nicht. Ja, ich meine, nochmal in dasselbe, was gerade war, das ist eigentlich immer eine gute Taktik. Nicht, wenn ihr jetzt ins CC-Studio geht, ne? Ja. Ich glaube sogar, dass ich das machen. So, hast du alles?
Okay, wir sind fertig. Hier ist Heiko. Guten Tag. Guten Tag. So, jetzt bin ich mal gespannt. Warum stehen hier Prinzenrolle und Chips und Center Shots? Jetzt bin ich... Wir haben ja noch andere Chips. Wir haben zwei Sorten. Oder wollt ihr mich jetzt hier vollkommen prägen? Wir haben zwei Sorten. Es gibt Chips, gut. Prinzenrolle, Center Shots. Okay, warum stehst du da wie so Bodyguard vor dieser Tür? Kannst auch reingehen. Das ist extra. Das ist jetzt, um mich zu verwirren. Ich weiß nicht, ja, ob das jetzt gut ist oder nicht. Ne? Willst du nicht vielleicht die Aura von den anderen Studios? Aber man kann ja da, ich kann ja kurz so durchgucken, ne? Ja, kannst durchgucken. Ich sehe nämlich nichts. Ja. Ich möchte gerne die Aura hier testen. Jetzt ist hier das nächste schon wieder. Leute, ich sag dazu nur eins. Razzia. Das geht zu weit. So, das lasse ich mir hier nicht bieten, dass ich hier so genannt werde. Es gibt nur eine Razzia hier. Ich weiß nicht, warum dieses ist, aber diese Aura, merke ich mein Studio? Ich merke halt gar nichts. Was soll ich auch merken durch die geschlossene Tür? Und jetzt probiere ich es mal hier. Hier war ja eben Center Shock, ne? Ist jetzt die Frage, ob das dann nochmal ist. Ich habe ja eigentlich Ruhe. Nee, eben war ja doch halt. Ach so, doch, stimmt. Ich würde jetzt erstmal so sagen, komm, ich gehe in mein Studio lässt mich nicht hängen. Hm. Aber vielleicht habt ihr da halt extra was hingetan. Genau, das könnte halt sein. Ich gehe zu Claudio. Nein, ich gehe in mein Studio. Ich möchte eure Gesichter sehen. Ich gehe jetzt zu... Okay, ich gehe jetzt hin. Okay, René lacht, ne? Ich gehe jetzt Moment. Hast du nicht reingeguckt? Nein, ich schwöre, ich habe nicht reingeguckt. Okay, wenn du nicht reingeguckt hast. Okay, nein, ich habe nicht reingeguckt. Ich habe nur so gemacht. Okay. Nein, dann ist okay. Hier lacht René jetzt aber nicht. Yeah! Ja, ich werde mit Zelda schon geworfen. Du hast meine Fallenkarte aktiviert. Das war top. Oh. Fallenkarte wurde aktiviert. Du hast doch was fallen gelassen. Oh nein. Doch. Ja, so leicht war es zu durchschauen, Ellie. Gönn dir. Also du bist dran. Ich kann nicht nur Bücher lesen, sondern auch Menschen. Doch, du bist dran. Und dieses Buch, das war sehr einfach zu lesen. Hast du den Spruch gehört, Ellie? Der war schlecht. Claudia, du bist dran. Nee. Ist Natürlich bist du dran. Ja, achso, ja, erst essen. Genau, stimmt, ja. Ich weiß, dass diese Center Shock sehr alt sind. Hm. Ja, das stimmt. Wenn du Glück hast, dann werden die aber mit der Zeit weniger sauer. Ich glaube, Center Shock ist das einzige Essen, wo es vielleicht sogar besser ist, wenn ihr alt seid. Schimmelt die schon, oder? Nee, aber das klebt halt hier so komplett in der Packung. Gönn dir, Ellie. Gönn dir. Ich glaube, das ist noch Cola. Ich mag keine Cola. Coca-Cola normal. Coca-Cola light. Zero. Das ist wirklich sehr sauer. Ihr kennt das. Wenn ihr schon Center Shock gegessen habt, ihr kennt den Pain. Übersauer. Also okay. Passt, komm, lass mich gehen. Den kannst du auch nur nachher essen. Hier, René. Er muss jetzt verstecken. Stimmt. Du gehst raus. Ich gucke auf mich. Ich mache auch kein Auge. Gut, tschüss. Mach doch! So, der ist weg. Okay. Ja, wohin schauen wir jetzt was? Ich mache jetzt eine Prank-Runde, glaube ich. Und zwar, das heißt, tue ich jetzt überall Center Shock. Die Idee hätte ich gerade auch schon. Aber echt? Ja, aber ich war noch korrekt, aber bei Claudio mach gern. Safe, oder? Ja. Weil, wenn ich das jetzt nicht gemacht hätte, hätte das eh gleich einer von euch gemacht. Ja, safe. Wundert mich nicht schon, dass ihr das bei mir nicht gemacht habt. Ja, ich war auch sehr überrascht, dass ich noch so korrekt bin und keinen Prank gemacht habe. So, ja, oder? Ehrlich mal. Was ist das denn für Chips? Chips so? Und wenn er, also falls er überprüft, ob wir das wirklich gemacht haben, und er dann sieht, dass wir den geprankt haben, stimmt, dann schnappen wir uns die Chips und hauen ab. Ja, wir müssen das verstecken, das steht da ja gerade. Ja, genau. Can. Hallo, was wollen Sie? Alle Türen sind zu, ja. Warum sind alle Sachen weg? Weil wir jetzt einen doppelten Jackpot machen. Wir haben uns kurz entschieden, also entweder zweimal Chips oder zweimal Center Shocks. Kann man reingucken? Nee. Ja, vielleicht siehst du was. Du hast halt Glück, weil wenn du die richtige Tür hast, du hast einen halt doppelten Jackpot. Nein, also du musst nur einen Center Shock nehmen.
Aber wenn du die andere Tür nimmst, dann kriegst du zwei Chips zur Auswahl. Wir haben gesagt, so, wir hätten jetzt beide einmal, aber jetzt hast du die Auswahl. Guck, wir sind korrekt. Das gibt mir keine guten Vibes. Na, hör mal! Rot ist meine Lieblingsfarbe. Ah! Lass mich erst mal gucken, mal die anderen an. Komm. Es ist Salz. Ui, puh, das war laut. Ich muss hier weg. Ich auch.